Herr Vorsitzender, sehr geehrte Herren, danke, dass Sie auch zu uns nach Brüssel gekommen sind, um über Bosnien und Herzegowina mit uns zu diskutieren. Ich hätte eigentlich eine Vielzahl von Fragen vorbereitet gehabt, technischer Natur, aber mir ist was anderes jetzt in den Sinn gekommen, nämlich eine Diskussion mit bosnischen Jugendlichen aus allen Volksgruppen, die ich vor wenigen Monaten gehabt habe und die mir gesagt haben, sie sehen eigentlich wenig Perspektive mehr in ihrem Land. Nämlich für ihre eigene Zukunft. Es geht nur um Streiterei, Korruption, politischer Stillstand in dem Land und daher überlegen sie sich alle auch auszuwandern. Eine Situation, die ja viele Menschen in Bosnien auch in den letzten Jahren angenommen haben. Die Bevölkerung nimmt ja durchaus ab. Und ich muss ehrlich sagen, seit ihrem Auftritt heute hier verstehe ich, was diese jungen Leute meinen und was in denen vorgeht. Daher ist meine Frage eigentlich an Sie alle. Bei allen Unterschieden. Was können Sie eigentlich gemeinsam tun, damit diese jungen Leute in Ihrem Land wieder eine Zukunftsperspektive sehen? Und ich glaube, das ist eigentlich Ihre politische Verantwortung, auf die Sie offenbar ein bisschen vergessen haben.